Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein Plugin ans Herz legen und da auch ein bisschen näher darauf eingehen. Und das ist stellvertretend für viele Plugins, die jetzt dieser Art rauskommen. Das ist ein dynamischer Equalizer. Man kann hier die Frequenz anwählen, die man bearbeiten will. Man kann die auch wie einen normalen Equalizer einfach anheben, hat den Q-Faktor durch die Frequenz gehen. Und hier hat man vier Bänder bei dem Mac DSP AE400 Active EQ, wie der heißt. Das Besondere ist nur, dass ich auch ein Threshold setzen kann und Ratio und Attack und dann eben sagen kann, dass er das, wenn er diesen Threshold überschreitet, genau, dass er das Signal entweder abschwächt zusätzlich oder anhebt oder wenn ich es überhaupt nicht anhebe oder absenke von vornherein, dass er das dann halt rauszieht oder eben hinzugibt über einem gewissen Threshold. Da kann man sehr schöne Sachen machen. Das kann man in den Höhen benutzen, um zum Beispiel einen De-Esser zu machen, dass man sagt, okay, ich nehme hier eine breite Kurve. Ihr seht das hier in diesem etwas heller werdenden Bereich, also in diesem Bereich, dann kann ich es auch deutlicher machen. Und dann kann ich damit eben spezielle Frequenzen bearbeiten, wenn es ein bisschen mulmt oder wenn es zischt und so weiter und so fort. Das ist ein sehr mächtiges Tool, um die Stimme halt dynamisch zu bearbeiten.